Hallo, herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Tutorial-Reihe, beziehungsweise würde ich sagen, den ersten richtigen Teil, weil im letzten Teil haben wir euch erklärt, wie ihr Basic installiert, was die Vorteile und Nachteile sind. Wenn ihr euch Teil 1 noch nicht angeguckt habt, dann guckt euch erstmal Teil 1 an, und ja, dann seht ihr auch, wie man es installiert und so, weil in diesem Teil wollen wir euch erstmal zeigen, wie man eigentlich programmiert. Wir wollen den Grundstein legen für spätere Programme, für Taschenrechner, Spiele, Grafikprogramme. Also alles eigentlich, was ihr schreiben wollt. So, wir haben in der letzten Reihe, sind wir bis hierhin gekommen, QBasic, der Beginn, Beginners, was QBasic heißt und sowas, Vorteile und Nachteile, haben ein paar Beispielprogramme gezeigt, jetzt wollen wir mit dem richtigen Programmieren anfangen und dazu, was ist QBasic, wie die funktioniert ist. Das zeigen wir euch hier. Also, so, es gibt einmal Interpreter und Compiler. Ein Compiler sind Programme, die nehmen einen Quellcode, also das, was ihr geschrieben habt, mit den ganzen Befehlen. Und bevor ihr das Programm überhaupt öffnet, drückt ihr dann eine Taste und das komplette Programm wird in eine Datei geschrieben. Diese Datei könnt ihr dann immer wieder aufrufen und die bleibt halt so. Der Vorteil, es ist halt sehr schnell und es ist in den meisten Programmiersprachen so. Der Nachteil, wenn ihr einen Compiler nutzt, dann müsst ihr jede Variable, die ihr benutzt, einzeln deklarieren. Das heißt, ihr müsst sagen, um was für einen Wert es sich handelt. Wie viel Speicher diese Variable braucht. Also, wie viel Raum ihr braucht. Das müsst ihr beim Compiler machen. Dann gibt es noch Interpreter, wie QBasic. QBasic ist ein Interpreter, ganz wichtig an dieser Stelle. Da wird der Programmcode vor jedem Start Zeile nach Zeile abgearbeitet. Zeile 1, Zeile 2, Zeile 3. Und daraus wird dann eine ausführbare Datei erstellt, die aber vor jedem Öffnen des Programms neu erstellt werden muss. Das heißt, der ganz große Nachteil ist, wenn ihr ein Programm veröffentlichen wollt, dann müsst ihr immer euren Quelltext preisgeben. Das heißt, jeder kann euer Programm, wie er will, verändern, kopieren, weiterverbreiten. Das ist bei einem Compiler nicht der Fall, beim Interpreter schon. Das ist ein ganz starker Nachteil. Außerdem ist er langsam. Aber das Gute ist für Anfänger, man muss nicht zwingend die Variablen deklarieren. Das heißt, ihr müsst nicht genau wissen, das macht er automatisch, weil er ja Zeile für Zeile abarbeitet und sieht, da ist diese Variable, das heißt, die ist so groß, und da ist diese, die ist so groß. Das ist halt ein ganz großer Vorteil, aber trotzdem, in dieser Tutorial-Reihe werden wir weiterhin damit arbeiten, wir werden jede Variable deklarieren, weil sobald ihr später umsteigt, aber nicht gelernt habt, wie man Variablen deklariert, werdet ihr ziemlich schnell in Chaos auskommen und kein Programm wird richtig klappen. Also deklarieren immer richtig, egal bei welcher Programmiersprache, auch wenn es nicht zwingend notwendig ist. Also, fangen wir direkt an mit der Deklaration, mit dem Variablen-Typen. In QBasic macht ihr das so, ihr schreibt ganz oben erstmal CSGreen, CLS hin, klar. Danach kommt eure Variable, die ihr im Laufe des Programms benutzt. Eine Variable ist, kennt ihr aus der Mathematik, sollte man eigentlich nicht mit der Mathematik vergleichen, aber ich mache es an dieser Stelle einfach mal, eine Unbekannte, ein Wert. Und dieser Unbekannten hier gibt ihr eine Zahl von, oder eher gesagt, ihr könnt auch Buchstaben übergeben, aber das ist hier unten. Also, ihr seht hier, es gibt den Dateityp Integer. Das heißt, ihr schreibt, wenn ihr eine Variable deklarieren wollt, dem Name der Variable, hier als Variable gekennzeichnet, unterstrichen, as, Englisch, also markiere Variable als Dateityp. Hier seht ihr die Dateityp. Es gibt Integer, das benutzt ihr für Dateien, für Zahlen, die im Bereich von minus 32.768 bis 32.776 sind. Diese Zahlen können als Integer definiert werden. Solltet ihr allerdings eine Zahl nehmen, ich nehme jetzt 3 Millionen, wollte das als Integer markieren, dann führt das zu Dateiverlusten. Eure Zahl wird so gekürzt, dass sie noch da reinpasst. Das heißt, das würde einfach nur euer Programm eigentlich im letzten Ende kaputt machen. Das heißt, haltet bitte die richtigen Dateitypen ein. Danach gibt es Long. Long ist jetzt hier von 21 Millionen irgendwas oder nee, schon 214 Millionen, minus 214 Millionen bis 214 Millionen. Damit dürftet ihr eigentlich jede Zahl, die ihr in eurem Programm benutzt, unterbringen können. Dann gibt es Single. Single, seht ihr hier, könnt ihr Kommazahlen reintun. Also von minus, also hier seht ihr, die Zahl hat 45 Nullen. Das heißt, ihr könnt ziemlich viele Kommastellen darin speichern. Und im positiven Bereich auch ziemlich viele Nullen. Dann gibt es Double. Ihr habt minus 323 Nullen.
308 Nullstellen im positiven Bereich. Damit dürftet ihr eigentlich jede Zahl, die ihr je benutzen dürft, reinbekommen. Aber der Nachteil ist, wenn ihr ein. Die Programme laufen länger, wenn ihr immer nur Doubles nimmt. Eine Double-Variable hier verbraucht doppelt so viel Speicher wie eine Integer-Variable. Das heißt, euer Programm muss mehr in Arbeitsspeicher aus Computer laden. Zwar ist es ja nicht voll, weil ihr werdet wohl 1-2 GB frei haben, aber es läuft deutlich langsamer. Das ist wieder ist dem Interpreter geschuldet, aber deswegen nimmt einfach nur die Variable, die nötig ist und übertreibt sich. Also immer Double nehmen, würde euer Programm, sobald es ein bisschen ausführlicher wird, ziemlich verlangsamen. Und das will ja eigentlich keiner, weil das Ziel ist ja, dass das Programm flüssig und schnell läuft. Also, und es gibt Strings. Strings, Englisch, also wieder sind Buchstabenketten, Wörter, was weiß ich, ihr nehmt Computer, ist ein String. Ja, Strings, die dürfen bis zu 255 Zeichen lang sein. Und ihr müsst bedenken, dass ihr, wenn ihr einen String definiert, diesen String immer in Hochkommata, also Anführungszeichen schreibt. Okay, jetzt wisst ihr schon, wie ihr Variablen deklariert. Das heißt, wir wollen jetzt weitermachen mit den ersten Grundrechenarten. Meine Grundrechenarten dürft ihr ja kennen aus der Schule. Plus, Minus, geteilt, mal, dann einmal Exponentialverweise, also Exponenten, was ich 3 hoch 2 zum Beispiel, und die Wurzelfunktionen. Die wollen wir euch jetzt erstmal direkt zeigen, wie ihr die anwendet. So, geht ihr erstmal auf euren Desktop. So. Das ist euer DOS-Shell. Und jetzt öffnet ihr euer QBasic. Jetzt kommt wieder erstmal der Bug. Jetzt schließen wir das Vollbild. Kein Bild, das macht ihr immer noch mit Alt und der Enter-Taste. Und ja, jetzt wollen wir die Grundrechenarten hier erstmal reinschreiben, um euch damit, wenn ihr später einen Taschenrechner, wir wollen ja im Laufe des Tutorials wollen wir ein Grafikprogramm und einen Taschenrechner schreiben. Den Grundstein für den Taschenrechner sind ja Rechenarten. Also fangen wir jetzt einfach mal an. Jetzt kommt auch die Variablen-Deklaration. Nehmen die Variable Zahl 1, DIM, Zahl 1, S, Integer. Ich nehme mal, also bei Plus, wenn ihr Plus rechnet, reichen ja euch Integers, weil, ja, ihr nehmt ja keine riesigen, riesig aber langen Zahlen. Also, DIM Zahl 1 ist Integer. Und jetzt braucht ihr doch Zahl 2 logischerweise. Und ihr seht hier, wenn sobald ein Befehl richtig ist, wird er automatisch großgeschrieben. Das ist einfach nur sehr praktisch und deswegen ist QBasic auch perfekt für Anfänger. Heißt ja auch so, bevor Beginners, so und so. Also, so. Jetzt braucht ihr noch euer Ergebnis. Hier ein Ergebnis. Das ist Integer. So. Jetzt habt ihr eure drei Variablen deklariert. Und so. Jetzt sagen wir, Zahl 1 ist gleich 10. Das heißt, wir geben der Variablen jetzt hier direkt in diesem Programm ihre Zahl. Wir könnten theoretisch auch eine Eingabe benutzen, aber die Eingabe wollen wir eigentlich erst später machen, weil diese noch recht viele Tücken hat oder also die man beachten muss und das wäre jetzt einfach noch zu schwer, würde ich sagen. Deswegen sagen wir, Zahl 1 hat den Wert 10, Zahl 2 hat den Wert 20 und Ergebnis wäre dann Zahl 1 plus Zahl 2. So. Jetzt habt ihr theoretisch das ausgerechnet, müsst ihr eure, jetzt hat die Variable Ergebnis, hat jetzt den Wert aus Zahl 1 plus Zahl 2 und das müsst ihr jetzt nur noch ausgeben. Das heißt Print, jetzt könnt ihr noch einen Text dazu schreiben, das Ergebnis zum Beispiel, Texte werden immer in Hochkommata geschrieben, genauso wie Strings halt, das Ergebnis ist Doppelpunkt, so, und jetzt schreibt ihr hier eure Variable hin. Das heißt, die Variable heißt Ergebnis. Und, so, wenn ich das ausführe, wird dann nochmal 30 da stehen. Das aus, das Ergebnis ist 30. So, jetzt machen wir die anderen Rechenarten. Das heißt, ich komme jetzt mal Minus. Wenn ich ein Minus reinschreibe, dann dürfte das Ergebnis, ja logischerweise 10, minus 20 ist minus 10. Das Ergebnis ist minus 10. Danach mal dieses Sternchen, müsste 200 rauskommen.
und geteilt. Bei geteilt müsst ihr logischerweise 0,5 aufhören. Oder stopp. Also jetzt müsst ihr mal kurz darauf achten. Ich habe jetzt hier oben alles als Integer definiert. Aber ein Integer kann keine Kommazahlen fassen. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Programm ausführe, wird da stehen, das Ergebnis ist 0. Weil wenn ich 10 durch 20 teile, kommt 0,5 raus. Aber da eine Integer-Variable keine 0,5 fassen kann, wird die 0,5 einfach abgeschnitten und steht 0 da. Ergebnis ist 0. Seht ihr? Also da müsstet ihr hierfür nehmen wir Double. Ich schaffe wieder Double. So, jetzt das Ergebnis ist Punkt 5. Ob du 0,5 oder Punkt 5 schreibst, kommt das gleiche raus. Also das Ergebnis ist auf jeden Fall richtig. Also, jetzt machen wir hoch, also Hochzahlen. Hochzahlen sagt ihr einfach, nimm 10. Ich könnte jetzt 10 hoch 20 nehmen, kommt eine unglaublich lange Zahl raus, macht jetzt einfach mal. Das heißt, Hochzeichen ist dieses Dach hier. Seht ihr das Dach? Das ist über eurer Tab-Taste, wenn ihr es nicht wisst. Und dann müsst ihr jetzt hier 10 hoch 20 ist 10 mal 10 mal 10 mal 10. Und das 20 mal halt. Also, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt klappt. Wahrscheinlich stürzt es jetzt ab, oder? Also, ihr habt jetzt eine 1, die hat 20 Nullen. Also, das ist die exponentielle Schreibweise. Das kommt immer, wenn eine Zahl zu lang ist, um sie rauszugeben. Einfacherweise, wenn ich jetzt hier reinschreibe, 2 hoch 2, 2 mal 2 ist 4. Also, ja, seht ihr, das klappt auch. Und jetzt mache ich noch Wurzel. Dafür löse ich das jetzt hier mal. Und so. Wurzel ist jetzt das erste Mal, dass ihr eine Funktion aufruft. Die Funktion Wurzel werdet ihr jetzt aufrufen, um die Wurzel zu berechnen. Ihr könnt sie theoretisch auch hoch 0,5 berechnen. Das kann man auch die Wurzel mit berechnen. Wir machen das mit der Funktion. Okay, also, ihr habt Zahl 1, Zahl 2. Das solltet ihr erstmal umbenennen. Das ist jetzt Zahl. Und das ist jetzt die Hochzahl, der Exponent. So. Zahl. Wert 25. Der hat eine einfache Wurzel, deswegen nehme ich jetzt 25. Und, ach nee, stopp, wir sind ja gar nicht bei Exponenten, sondern wir sind bei der Wurzel. Das heißt, wir brauchen nur die Variable Zahl und Ergebnis. Zahl ist 25 und das Ergebnis gleich, also der Variable Ergebnis hat den Wert wie die Funktion, hierfür ist jetzt SQT, Klammer auf, heißt in der Informatik immer von, also SQT von Zahl. So, jetzt geht er runter. Und stopp, das ist jetzt falsch. Oder SQR war der Befehl? SQR ist meine. Der Befehl ist SQR. Square. Ja, also wieder Englisch. Die Programmiersprache kommt aus dem Englischen. Programmieren ist eigentlich generell immer auf Englisch. Hat auch einen gewissen Charme, würde ich sagen. Das ist das Schöne auch. Aber ja. Also, Ergebnis ist gleich die Wurzel von der Zahl. Jetzt gebe ich unten das. Jetzt gebe ich unten aus. Print. Oder wir machen das so wie gerade. Das Ergebnis ist. Normal dürfte jetzt hier 5 stehen. Das Ergebnis ist 5. Seht ihr? Jetzt könnt ihr hier auch reinschreiben. 2. Die Wurzel aus 2 ist 1,41, was weiß ich. Und hier 1,412 und so weiter. Das heißt, ihr habt gerade erfolgreich die ersten Grundrechenarten kennengelernt. Jetzt seid ihr in der Lage, schon. Also ich will jetzt gar keinen Taschenrechner, aber ihr könnt eine Rechenmaschine programmieren. Könntet ihr früher, hätte man euch beneidet, hätte man früher, 1960, hätte man mit so einem Programm so viele Leute beeindruckt, weil früher musste man alles kompliziert noch schriftlich rechnen und sowas. Hätte man sowas gehabt, dann wäre es früher deutlich einfacher gewesen. Aber ja, okay, also in den nächsten Tutorials wollen wir euch weiter vertraut machen mit sowas. Wir wollen verschiedene Abfragen einbauen, wir wollen Zahlen einlesen, wir wollen sagen, was man mit dieser Zahl machen, plus, minus, geteilt, solche If-Abfragen und so weiter halt. Also wenn wir ungefähr am Ende von dieser mathematischen Reihe, danach kommt die grafische Reihe, aber am Ende der mathematischen Reihe werdet ihr und wir in der Lage sein, einen Taschenrechner zu programmieren, der eigentlich
die gleiche Funktion hat wie ein normaler Taschenrechner halt, nur am PC ist und in QBasic geschrieben ist. Okay, also, wir hoffen, euch gefällt dieses Video und abonniert uns und kommentiert uns.